Wir sind hier im Mausoleum vom Wintergarde. Wir nehmen erstmal hier die Hallo. Quests an. In alle Winde verstreut. Ambo Unkesch im Mausoleum vom Wintergarde in der Drachenöde möchte, dass ihr 8 Munitionskisten vom Wintergarde beschafft. Für die Allianz. Wie geht's? Und schon Spaß gehabt? Jord Katastrophe Eisbad möchte, dass ihr Necrolord Xavius, Necrolord Horus und 15 Diener von Naxxramas Sein tötet. Zauber. Machen wir das zuerst. Ja. Tag. Was ist das? Ach, das ist draußen. Ich sollte vielleicht das mal wieder drauf machen. Ja, ich vergesse es auch. Was ich komisch finde, mit meinem Heal-Equip habe ich viel mehr Leben als mit dem normalen Equip hier. Verstehe ich irgendwie nicht. Alter, machen die einen Schaden. 3 Stück auch noch davon. Leute. Kriegen wir das wieder, dann so. Ja, keine Lust zu sterben. So. Na komm. Sehr schön. Also hier ist es egal, was wir für Diener töten. Ich bin gerade am Überlegen, können wir den pullen, ohne dass er kommt? Ja. Nein, können wir nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Echt jetzt? Ach Leute. Dann heilen wir uns erstmal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der DK ist vollkommen overpowered. Mit dem DK hier zu questen war absolut kein Problem. Du hast die ganze Zeit Selbstheilung. Wenn du Schläge austeilst und Monster killst. Das ist hier mit dem Dudu schon etwas anderes. Es war immer noch einfach, aber trotzdem. So, wir pullen mal den hierher. Wo brauchen wir denn noch? 7. Echt jetzt? Der ist ja schon wieder da. Hat der einen schnellen Respawner? Einmal kurz hier raus. Und wir sind aus dem Kampf raus. Sehr schön. Puh. So, der andere Necrolord ist hier in dem Raum. Der steht da hinten. Immer mal wieder die Heilung draufhauen. Da, nein, nein, nein. Mann, bist du hässlich. So. Also ich werde dann auch später, wenn wir Level 80 sind. Nein, das wollte ich nicht. Wenn wir Level 80 sind, werde ich fast nur noch als Heiler fungieren. Und
auch das PvP-Equip, was wir kaufen werden, wird wahrscheinlich, also für hier unsere Ehrenpunkte, wird wahrscheinlich nur Heal-Equip werden. Den wir hiervon brauchen. Und dann einmal zu ihm rein. Und das war die Quest. So, bevor wir die abgeben, machen wir die andere Quest. Da wir Dudu sind, ist es natürlich wieder sehr praktisch. Wir können das Ganze nämlich fliegend machen. So, wir gehen einmal hier raus, einmal in die Fluggestalt. So, und jetzt müssen wir hier Munitionskisten auf dem Boden suchen, wie da drüben zum Beispiel. Einfach nur drüber fliegen, die sehen uns gar nicht. Das ist halt sehr praktisch. Ich habe jetzt auch gehört, habe ich das schon erzählt? Ich weiß es nicht. Das mit dass man mit Dragonflight eine Spezialisierung dazu bekommt, dass man vom Mount aus Kräuterkunde und Bergbau machen kann. Das bedeutet, Dudus haben ab Dragonflight keinen Vorteil mehr. Es gibt, glaube ich, auch noch irgendein Mount, Himmelsbrecher oder wie das heißt, wo man auch vom Mount aus das Ganze holen kann. Kann ich euch helfen? So, wir geben mal die Quest ab. Die Maschinenkanone und du. Ambo Unkesh möchte, dass sie 8 verletzte Soldaten der 7. Legion rettet. Schönen Tag auch. Grüße. Lederschultern. Nö. Man da kommt sich. Keine neue Quest. So, wir müssen jetzt einfach hier drauf. Wir rufen mit der 2 einen Soldaten raus. Und den müssen wir jetzt beschützen. Ja, lauf doch einfach raus, Mann. So. Er ist draußen, dann können wir den nächsten rufen. Wir könnten natürlich auch schon einen vorher rufen. Also sobald es fertig ist, können wir eigentlich die Soldaten rausrufen. Wir müssen dann halt uns auf mehrere gleichzeitig konzentrieren. Na komm. Nicht hier so zickzack laufen. Ja, ich mach das nacheinander. Ich glaube, das geht etwas schneller. Wenn wir die Ghouls schon platt machen, wenn er auf dem Weg ist. So. Wie viel brauchen wir noch nach dem? 2? Ja, 2 brauchen wir noch. Einfach die ganze Zeit ein Spam. So, komm. Auf Haus mit dir. Und das war die Quest. So, abgeschlossen.
Dann abgeben. Was kann ich für euch tun? Beenden. Ramspart muss gefunden werden. Ambo Unkesh möchte, dass ihr Ramspart findet. Dann. Hier haben wir auch wieder einen riesen Vorteil, weil wir schleichen können. Wir schleichen uns einmal hier durch. Wir müssen hier hinten in einen, ja, wie will man es nennen, Geheimgang. Nennen wir es Geheimgang. So, hier rein. Hier ist Ramspart. Beenden. Ramsparts Tagebuch. Beschafft die 4., 5., 6. und 7. Seite von Ramsparts Tagebuch und bringt sie Ambo Unkesh im Mausoleum von Wintergarde in der Drachenöde. Dazu müssen wir jetzt einmal hier durch diesen Tunnel durch. Und hier drüben sind dann solche Konstrukte. Hier, na, komm, die müssen wir jetzt platt machen. Also hier kann eigentlich alles das drauf. Oh, 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 oh. Hallo, Brock, 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 Brock. Mann, Mann, Mann. Hallo, hörst du mal auf? Das fand ich jetzt nicht nett, ne? So, sehr schön. Wir haben Seite 5, 6, Seite 4 und Seite 7. Gut, das können wir nicht kombinieren. Jetzt einmal wieder zurück. Das ging jetzt echt schnell. Also, ich weiß noch damals zu normalen Red of the Lich King Zeiten, da hast du teilweise 10, 20 Gegner killen müssen, damit du alle Seiten hattest. Hier mal zumachen. So, wir schleichen wieder. Können wir hier Speedy Gonzales anmachen. Ja, ja. Guck du nur. Siehst eh keinen. So, Quest abgeben. Dem Eissturm hinterher. Front der 7. Legion. Meldet euch bei Legionskommandant Tyralion an der Front der 7. Legion im Zentrum der Drachenöde. Man sieht sich. Wo muss man denn dafür hin? Dahin, okay. Ja. Gut, dann können wir einmal hier raus. Und hier unten müsste irgendwo Urik sein. Nee, nicht. Wie heißt der? Urik. Da vorne ist der. Da müssen wir jetzt als nächstes hin. Ich will mal kurz nach dem Ruf gucken. Ja. Nicht mal mehr 6000 brauchen wir jetzt. Wie geht's? Dann geben wir die ab. Ich bin jetzt am Überlegen. Ja, wir sind bei 14 Minuten. Wir nehmen die Quest dann morgen an.